Ja, in der letzten Runde vor 6 Monaten, da war ich noch relativ optimistisch bezüglich der Auswirkungen von Corona, aber ich würde sagen, mittlerweile ist klar, dass die Situation sich nicht so schnell ändern wird. Langfristig kann man davon ausgehen, dass die Menschen doch wieder zu ihrem gewohnten Verhalten zurückkehren. Nee, da würde ich mal widersprechen wollen. Insbesondere im Hotelbereich sieht man immer mehr Insolvenzen und eine 1:1 Rückkehr zum alten Verhalten ist schon jetzt nicht mehr möglich. Die Leute buchen innerhalb von einem Tag manche Sachen, innerhalb von 6 Tagen manche Sachen, wo sie früher Wochen oder Monate vorgeplant haben. Ich habe gesehen, dass wirklich die Deutschen also in Deutschland bleiben und auch eine höhere Angst vor Covid haben. Nahezu alle Ersparnisse jetzt aufgebraucht. Die gleichen Leute, die jetzt ganz, ganz laut nach Hilfen rufen, sind die gleichen, die uns vor Covid erzählt haben, dass es zu viele Hotelangebote auf dem Markt gibt. Hey, ich kann nicht nochmal 12 Wochen warten, weil mir steht jetzt eigentlich schon das Wasser in der Ritze und ich muss ganz dringend loslegen. Herzlich willkommen beim SEO-Driven Roundtable Corona Special 2 sozusagen. Das heißt, ich habe nochmal in die Runde gefragt, der Teilnehmer vom ersten SEO-Driven Roundtable zum Thema Corona, ob wir nochmal ein Recap machen wollen quasi zu dem Thema. Wir haben ja jetzt 6 Monate Corona miterlebt alle. Zu Beginn gab es viele Thesen, erste Zahlen. Jetzt schauen wir mal, wie sich das Ganze so bei allen entwickelt hat. Natürlich, wie immer, freue ich mich, wenn ihr den SEO-Driven YouTube-Channel abonniert. Ja, den zeige ich euch jetzt hier gleich auch nochmal. Also bei YouTube unter dem Hashtag SEO-Driven findet ihr von mir, ich glaube, mittlerweile fast 400 Videos mit SEO-Tipps und solchen spannenden Podcast-Runden wie heute. So, ich würde dann mal loslegen und zwar habe ich ja auch beim letzten Mal so ein paar Insights gezeigt, Traffic-Daten. Wir haben ja gesehen, wie es bei einigen massiv eingebrochen ist. Gerade der Reisebereich war ja ganz krass betroffen und wir haben natürlich auch darauf reagiert und geschaut, in welchen Bereichen kann man was rausholen zu Corona. Das Suchverhalten der Menschen hat sich natürlich ganz krass verändert, ganz schlagartig, ganz interessant, weil man das natürlich in vielen SEO-Tools erst dann mit viel Verzögerung sehen konnte. Deswegen gucken wir jetzt hier wieder in die Google Search Konsole. Und sehen hier ein Beispiel aus dem Medizinbereich. Da war es zu erwarten, dass wenn man das schafft, zum Corona-Thema sich zu positionieren, dass man da einen großen Spike hat, dass man da viel mitnehmen kann. Da haben wir es hier gesehen zum, ja, quasi hier zum Höhepunkt fast 37.000 Klicks an einem Tag mit einer Landingpage. Das war hier direkt Mitte, Ende März, wo dann das Thema so richtig hochkochte. Also ganz viel Traffic mitzunehmen, war natürlich sehr informativ eher oder sehr informationsgetrieben, die Suchintention der Leute dort. Aber etwas später, als dann sich die Bundesregierung doch entschieden hat, das Thema Mundschutz, das grüne Licht zu geben dafür, sehen wir hier nochmal ein Beispiel von einem Mundschutz-Online-Shop, wo dann hier quasi mit der Ankündigung Mitte April, dass jetzt Mundschutz überall zur Pflicht wird, eben auch entsprechend der Traffic massiv hochging, auch hier über 20.000 Klicks an einem Tag zu rund um die Themen Mundschutz und Co. Und das letzte Beispiel aus dem Reisebereich, auch da ist es uns gelungen, einiges an Traffic einzusammeln. Viele haben ja versucht, was draus zu machen, viele haben vielleicht auch den Kopf hängen lassen. Wir haben versucht, eben natürlich das große Informationsbedürfnis der Leute zum Thema, wo kann ich jetzt hinreisen zu Corona, was für Reisebeschränkungen gibt es, worauf muss ich achten, wann geht es wieder los, genutzt, haben hier über 100.000 Klicks in relativ kurzer Zeit zusammenbekommen und dann auf der Landingpage eben diese Informationen aufbereitet und entsprechend auch Lead-Generierung betrieben, eben mit einem Corona-Ticker-Newsletter, wo man dann eben informiert wurde, sobald es eben in den Reiseland wieder losging, dann auch mit entsprechenden Angeboten, um eben das Interesse der Reisenden eben aufzufangen und dann auch weiter zu bespielen. So viel zu den Einblicken und Beispielen von meiner Seite. Max, du hattest jetzt noch mal ein paar Themen auch mitgebracht und ein paar Thesen. Ja, erster Link, ja, wann ist Corona vorbei?
Genau, da habe ich mir gedacht, ja, das ist eine wichtige Frage, da frage ich einfach Google, da steht ja auch oben die Antwort, nicht so schnell. Und ja, in der letzten Runde vor 6 Monaten, da war ich noch relativ optimistisch bezüglich der Auswirkungen von Corona, aber ich würde sagen, mittlerweile ist klar, dass die Situation sich nicht so schnell ändern wird, dass Corona uns noch eine ganze Weile begleiten wird und dass vor allem im internationalen Tourismus es eher 2022 werden wird, bis sich dort das ja wieder einigermaßen normalisiert oder eventuell auch unser Reiseverhalten sich für immer ändert. Genau, der Link davor, genau eins zurück, bitte. Ja. Das ist das Thema gewesen, Fernreisen der deutschen Statistik. Es war halt 2019, waren halt die Deutschen so stark am Reisen wie noch nie zuvor. Und gerade Kreuzfahrten und Fernflugreisen wurden halt in einem Ausmaß gebucht, was für die Branche eine Freude war. Aber ich würde sagen, für unseren Planeten mittelfristig ein Problem ist, wenn wir wirklich auch als Deutsche so viel reisen. Und deswegen jetzt der dritte Link, den du ja schon, genau, verändert Corona unseren Urlaub etwa für immer? Und da würde ich sagen, vielleicht ist es für die gesamte Menschheit besser, wenn sich unser Reiseverhalten durch diese Pandemie vielleicht wirklich etwas verändern würde. Und ich persönlich wünsche mir, dass Flugreisen wieder etwas Besonderes werden, dass regionaler Tourismus gestärkt wird. Deswegen, ich sitze hier auch gerade in Deutschland, in Norddeutschland auf einem Bauernhof, mache jetzt hier Urlaub und ja, das, die zweite Sache, die hier angesprochen wird schon, ist, sterben die Reisebüros aus? Und ehrlich gesagt wäre ich nicht so traurig, wenn jetzt irgendwie die ganzen Brick-and-Mortal-Reisebüros, die Printkataloge verteilen, irgendwann in Deutschland nicht mehr so wichtig sind und die Digitalisierung beschleunigt wird und halt auch in Deutschland das Internet sehr oder der wichtigste oder vielleicht sogar der einzige Absatzort wird, weil ich denke, wenn man eine exzellente Webseite hat, vielleicht noch mit einem Chatbot und wenn es wirklich notwendig ist, dann irgendwie noch eine Hotline oder Leute beraten kann, dann braucht man nicht unbedingt in jeder Fußgängerzone ein Reisebüro und ja, ich denke, das sind Dinge, die sich verändert. Da kenne ich eine gute App, mit der kann man alle Tickets weltweit für Busse, Bahnen und Flug buchen, dann braucht man tatsächlich diese Reisebüros nicht mehr. Vielleicht hast du von der App auch schon mal gehört. Ja, eventuell. Ja, er hatte gerade, okay, gut. Ja, nee, also das ist klar. Ich denke, dass die Digitalisierung oder dass wir stehen ja quasi für die Digitalisierung und auch eher das Online-Reisebusiness. Es ist ja halt erschreckend, dass in Deutschland irgendwie immer noch eigentlich so dieses klassische Reisebüro und der Katalog und so etwas, das ist, was zumindest die Boomer-Generation immer noch nutzt. Und ja, ich hoffe wirklich sehr, dass es auch noch stärker Richtung Online geht. Das wird ganz spannend, weil die Online-Reisebranche es ja noch nicht hinkriegt. Wir reisen zum Beispiel immer zu fünft und wir brauchen immer 2 Zimmer und wir hätten die gern immer nah beieinander wegen den Kids. Kein Online-Reisebüro habe ich bislang gesehen, das das zufriedenstellend hinkriegt. Deswegen sind wir tatsächlich echt immer noch in den Reisebüros. Ich habe auch Bekannte, die 2 Reisebüros zum Beispiel haben und die sind wirklich schwer am Schimpfen und das sind nahezu alle Ersparnisse jetzt aufgebraucht. Das muss man wirklich so drastisch dann auch mal sagen, ja. Hast du denen mal über die Schulter geschaut, wie sie eigentlich im Reisebüro sowas buchen? Das sieht ja teilweise noch so aus mit quasi schwarzem Hintergrund und weißem Text, also nicht so wirklich nutzerfreundlich, oder? Ja, das sind diese Amadeus und Start und was weiß ich was alles, die so irgendwie noch so aus dieser Großrechner-Host-Zeit kommen. Das sieht alles sehr, sehr gruselig aus. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Bevor ich Onliner wurde, habe ich mal kurz in einem Reisebüro ein Praktikum gemacht und war dann ganz schön schockiert. Hat sich vielleicht geändert in den letzten 10 Jahren, aber zumindest damals war es nicht so. Genau, ich glaube, der Malte hat sich gerade was eingeworfen. Genau, und Google Trends einfach mal so zum Thema verändertes Reiseverhalten. Mal ein Beispiel aus UK. Da ist ja dieser Begriff Staycation als Vacation im eigenen Land gepusht worden. Und da sieht man ganz schön das Suchvolumen für Book Flight und Staycation. Ob das jetzt eine nachhaltige Veränderung ist, muss man mal sehen. Aber zumindest dieses Jahr ist das schon krass, wie groß dieser Begriff Staycation in UK geworden ist. Und ich kann mir vorstellen, dass Reiseanbieter, die da frühzeitig auf das Wort optimiert haben, ein bisschen Traffic mitgenommen haben. Aber da sind wir doch gleich mal bei dem Punkt, ob diese Entwicklung wirklich nachhaltig ist. Wenn wir jetzt mal die Erdölpreise uns mal anschauen, die liegen ja nahezu am Boden, also $40 pro Barrel, das ist ja wirklich ein Spottpreis, ein Billigpreis, ja. Außerdem weiß ich von einigen russischen Airlines ist es so, sie bieten ja mittlerweile 50% Rabatte für langfristige Buchungen an. Das heißt,
Langfristig, wenn erstmal diese Corona vorbei ist, also falls es weiß natürlich vorbei ist, kann man davon ausgehen, dass die Menschen doch wieder zu ihrem gewohnten Verhalten zurückkehren und nicht gleichzeitig alles jetzt nur alles in einem Land jetzt die ganzen Urlaube machen werden. Also dieses Staycation, wie auch die Trends zeigen, das geht jetzt mal ganz nach oben. Und dann denke ich mal, ja, also meine Meinung, wird es wieder in die, ja, zu der gewohnten, zum gewohnten Zustand zurückkehren. Nee, da würde ich mal widersprechen wollen. Das ist, glaube ich, schon allein deswegen relativ ausgeschlossen, weil sich die ganz, insbesondere die Airline-Industrie ja massiv verändert und auch insbesondere im Hotelbereich man immer mehr Insolvenzen und Betreiberwechsel und dergleichen auch sieht. Also eine 1:1 Rückkehr zum alten Verhalten ist schon jetzt, selbst wenn die Leute das wollen, nicht mehr möglich. Und die Leute haben keine Lust mehr, einer Airline irgendwie langfristig ihr Geld anzuvertrauen, weil sie genau wissen, wenn es da nochmal kriselt, dass sie wieder so ein Hassel haben, die Kohle zurückzukriegen und so. Das wird so schnell nicht in das alte Verhalten zurückgehen. In Deutschland leben ja auch ganz schön viele Ausländer und ich habe mit beiden zu tun und ich habe gesehen, dass wirklich die Deutschen also in Deutschland bleiben und auch eine höhere Angst vor Covid haben und die Ausländer eine deutlich weniger Angst haben und die auch so darspiegeln im alltäglichen Leben. Und das Reiseverhalten der Ausländer ist meiner Meinung nach gleich geblieben, auch urlaubstechnisch. Das heißt, die reisen in ihr Heimatland, finden einen Weg. Wenn es kein Flugzeug gibt, dann geht es mit dem Auto. Aber aus meiner Perspektive, die Länder, die ich in Übersicht habe, gibt es wieder alle Flüge, die es früher gab. Die sind rappelvoll und komischerweise werden in diesen Flügen auch die Covid-Regeln zwar versucht einzuhalten, aber keiner hält sich dran. Das heißt, das ist eine Nische, also dieses Reiseverhalten der, sage ich mal, in Deutschland lebenden Ausländer, die natürlich ihre Familie und alles Mögliche besuchen wollen können. Sie weiten ihr Verhalten auch auf Urlaub aus. Das heißt, ich kenne persönlich keinen Ausländer aus meinem Freundeskreis, der nicht im Urlaub war außerhalb von Deutschland. Und dann, wenn man das einmal macht, ich habe jetzt zufälligerweise eine Freundin aus Kroatien und musste da jetzt öfters hinreisen. Wenn man da einmal hingeht, dann sieht man auch, dass die Grenzübergänge und alles viel lockerer ist, als man sich das aus den Nachrichten ausmalen kann. Und deswegen, wenn man einmal es macht, dann beibehält man dieses Verhalten. Das ist das eine. Und das andere ist, habe ich gesehen, ich habe einen Kunden auch für Kreuzfahrten und habe da gesehen, in dem Bereich zumindest, dass die sehr viele untereinander Reisebüros aufgekauft werden. Das heißt, diejenigen, die pleite gehen oder nicht genug Liquidität haben, werden von den größeren aufgekauft. Das heißt, da wird auch, sage ich mal, werden jetzt größere Tiere geboren werden durch die ökonomischen Verhältnisse, dass die anderen nicht ihr Kopf übers Wasser halten können. Und das denke ich mal, wenn man das jetzt kombinieren würde, ja, man ist schlau, hat genug Liquidität, kauft sich 3-4 Reisebüros, konzentriert sich dann auf die Reisenden, die jetzt innerhalb von Deutschland die Deutschen sind und außerhalb Deutschlands die Ausländer, kann man schon einiges reisen. Das heißt, man sieht auch hier, also aus meiner Perspektive, die ich habe, wenn man schnell reagieren kann, wenn man schnell ein Angebot in die Welt setzen kann, wenn man wirklich zurechtbiegen kann, wie gerade der Markt ist, hat man eigentlich auch ganz schön viele Chancen. Nur muss man extrem schnell sein und auf das gewohnte alte tägliche Verhalten kann man leider nicht mehr zurückgreifen. Am Samstag fliege ich jetzt nach Norwegen und der Anbieter hat sich so aufgestellt, dass er Camps anbietet, indem man die Quarantänebedingungen erfüllt. Man kann also als Familie oder als größere Gruppe in dem Camp dort verbleiben und hat nur den Transfer und kann als einzelne Person also problemlos nach Norwegen reisen. Wenn man es jetzt mal hoch aggregiert und wir haben ja quasi die größte Plattform für Ground Transport hier in Europa, wird es natürlich nicht sein, dass sich der Markt hundertprozentig ändert, aber mit Sicherheit, wie Konstantin sagt, wird das Verhalten sich ändern, auch wenn es nur um 20% ist. Und das sehen wir in den Distanzen, die zurückgelegt werden. Die Reisen sind von der Distanz her immer kürzer geworden. Das heißt, es gibt immer noch viele Cross-Border-Reisen, aber die gehen nach Luxemburg, die gehen nach Dänemark, die gehen vielleicht noch nach Frankreich, vielleicht sogar Lyon oder so. Das Reiseverhalten hat sich schon geändert und ist geringer geworden. Also es spreadet sich nicht, viel weniger als vorher. Wir alle wissen genau, was Sache ist gerade. Ja? Die Leute buchen innerhalb von einem Tag manche Sachen, innerhalb von 6 Tagen manche Sachen, wo sie früher Wochen oder Monate vorgeplant haben. Ich glaube, du buchst halt im Wesentlichen so, dass du auch dahin kannst, wenn der Flug ausfällt. Wenn deswegen auch diese relativ kurzfristigen Reisen nach Dänemark, Luxemburg und so weiter, das kriegst du immer noch mit der Bahn, notfalls mit dem Auto organisiert. Und bist nicht mehr aufs Flugzeug angewiesen. Das ist, glaube ich, der springende Punkt.
Und denk doch mal an die Herbstferien, ja. Das, ich meine, das ist so weit auch nicht mehr weg. Das sind noch 4 Wochen hier in Baden-Württemberg zum Beispiel. Aber wo willst du jetzt buchen? Was ist Risikogebiet? Hast du überhaupt Lust, dann wieder hier zig Covid-Tests danach zu machen? Beziehungsweise die rechtliche Situation soll ja wohl so aussehen, dass du für, selbst wenn du nur 2, 3, 4 Tage im Urlaub bist, danach 5 Tage in Eigenquarantäne sein sollst. Wie möchtest du denn das abbilden? Da würde ich definitiv nicht langfristig planen, sondern mir die Situation angucken und dann sehr, sehr kurzfristig buchen. Ja, also was ich gesehen habe, ist auch die in Kroatien, ich kenne ganz viele, die haben eigene Ferienwohnungen, ich kenne auch ein paar, die haben ihre Hotels und so weiter. Die Pauschalreisen, also diese Familienreisen ins Hotel, davon sehen die Menschen ab. Machen das einfach nicht, weil sie Covid-Angst doch haben. Aber diese Luxuswillen, Ferienwillen und alles, wo du eigentlich abgeschottet dein eigenes Leben leben kannst, die sind mega. Also die paar, die ich kenne, die Privatvillen haben, die sind komplett ausgebucht. Die eine, die ich gebucht habe, die war, nachdem ich weg war, für 3 Wochen hat die mir Vermieterin gesagt, war eigentlich alles weg, weil England wurde verboten. Die konnten nicht nach Kroatien einreisen. Und innerhalb von 2 Tagen war das Ding wieder voll. Weil die Menschen wollen eigentlich eine sichere Umgebung. Ich glaube, es geht darum, was auch Norman beschrieben hat. Wenn du nach Norwegen gehst und die sichern dir den Camper ab, warum solltest du dann nicht reisen? Also es ist eigentlich nur ein Feintuning und jeder sollte so ein Feingefühl entwickeln, wie er das Angebot schafft und dann klappt das. Ja. Und es gibt halt so Sachen wie Kreuzfahrten, da kannst du halt nichts machen. Also da sind halt tausende Menschen auf einem Schiff, das geht nicht anders. Es gibt ja durchaus auch jetzt schon wieder Kreuzfahrtschiffe, die fahren, wo dann halt irgendwie nur die Belegung 60% ist und statt Buffet gibt es dann Service und ähnliches. Also ich glaube, dass da auch Möglichkeiten gibt, das sicher zu gestalten und das wird auch nachgefragt und alles, was nachgefragt wird, wird am Ende dann auch irgendwie gebucht. Also, aber du hast komplett recht, nee, es kommt darauf an, auf die Ängste der Menschen einzugehen, die Ängste der Kunden, die zu nehmen und zu sagen, hey, mit uns kannst du mit diesem und diesem Modifikationen einen richtig tollen Urlaub haben und dann werden die Leute auch Urlaub machen. Kommen wir nochmal zu Norman und den Profiteuren im Prinzip jetzt auch innerhalb der Reisebranche. Es gab ja hier eine für die Corona-Zeit eher unübliche Meldung von Omio. 100 Millionen Dollar sind in das Berliner Reisestartup geflossen. Norman, erzähl doch nochmal, du hast ein bisschen angedeutet gerade schon, dass jetzt ihr schon merkt, dass der Ground Travel als sozusagen zweite Chance zu reisen, wenn die Flugreisen wegfallen, einen Aufwind erleben. Also ich denke, die Journalisten und die Nachrichtenportale haben auf die Interviewanfragen anders reagiert, als was dann am Ende hier bei rauskam. Ja, meist hört man aus der Travel-Branche ja eher pleiten. Aber ich denke, so die Neu- und vor allen Dingen die Altinvestoren, die wir haben, Goldman Sachs, Kinnevik und so, die sehen eben tatsächlich doch auch einen längerfristigen Trend, wenn auch nicht in dem Maße wie jetzt, zu Ground Transport. Ja? Und da gibt es am weltweiten Markt relativ wenig Anbieter, ziemlich genau 2 bis 3. Die meisten hatten ja als Fokus Flug, weil da einfach die Margen anders sind. Und da haben wir ein bisschen Glück gehabt, dass wir auf Zug und Bahn setzen und quasi alle europäischen Anbieter, das sind so 800, angebunden haben bei uns und deren Tickets hier drin haben. Also haben wir schon Glück gehabt. Und die Zuwachsraten nach April könnt ihr euch ja vorstellen. Die waren hier natürlich Woche zu Woche bombastisch. Aber wenn man natürlich relativ hart runter ist, ist klar, dass dann die prozentualen Zuwächse stark sind. Aber tatsächlich ist es ein starkes Level über den Sommer jetzt schon wieder gewesen. Jetzt müssen wir schauen, wie die Restriktionen, die jetzt ja wieder zunehmen, ja, das sieht man dann auch immer sofort in Woche über Woche in den Länderbuchungen, was die wieder für einen Effekt haben. Gerade wenn die Herbstferien kommen, wäre es natürlich schön, wenn die meisten Länder voll auf grün sind. Sieht ja im Moment nicht ganz danach aus. Aber ja, wir hatten Glück mit unserer Aufstellung hier. Ja, Konstantin, du bist ja unser Hotel-Experte quasi in der Runde. Allerdings mussten wir jetzt in der Corona-Zeit lesen, du hast Price Hotel verlassen. Warum hat Konstantin Rehberg Price Hotel verlassen? Der wesentliche Grund ist gar nicht in Bezug auf Covid, sondern der wesentliche Grund ist der, dass ich derzeit an meinem eigenen Hospitality-Konzept arbeite. Jetzt wirst du mir aber nicht entlocken können, was genau das sein wird, weil das ist noch... Erzähl mal. Wir sind doch hier unter Verschluss. Ja, genau. Okay, aber du,
Aber du glaubst weiter an das Thema im Allgemeinen. Also du verlässt jetzt nicht die Reisebranche. Ja, wird man sehen, wie dicht das dann an der Reisebranche ist. Was ich grundsätzlich an Trends oder was ich an Beobachtungen sehe, ist so ein bisschen traurig tatsächlich. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, war meine Hoffnung relativ stark, dass sich auch die Bestandshotellerie und die klassische Hotellerie irgendwie zusammenrauft und in Digitalisierung investiert, ein digitales Mindset entwickelt und da ein bisschen vorgeht. Was ich aktuell beobachte oder die letzten Monate total stark beobachte, ist das absolute Gegenteil. Also alles, was klassische Bestandshotellerie ist, macht einen totalen Turnaround. Ich könnte euch mindestens irgendwie 5 bis 10 digitale Menschen aus der Hotellerie aufzählen, die die Branche gerade verlassen oder verlassen haben, weil die einfach ja ein bisschen ernüchtert von dem Investitionsstau oder von dem Investitionsverhalten sind. Und das ist tatsächlich relativ traurig. Das ist jetzt bei mir nicht der Grund, aber das habe ich tatsächlich relativ häufig jetzt beobachtet in den letzten Monaten oder Wochen. Von dem Booking.com CEO, der in Holidoo investiert hat, was steckt da dahinter? Ferienwohnung. Ja, genau. Was ich ganz spannend finde, und das ist sozusagen die andere Seite der Medaille, die ich jetzt gerade gesagt habe, ist, dass diejenigen, die investieren und bereit sind, sich anders aufzustellen, und es gibt ja auch coole Hotelkonzepte, die jetzt echt an Traction gewinnen, dass die echt gut nach vorne gehen und da der Markt sich total durchwirbelt. Also das ist ganz, ganz, ganz spannend zu sehen, dass da auch wieder Investmentfenster offen sind für Sachen, wo man eigentlich geglaubt hätte, da gibt es keine Investments mehr. Ja, also ihr müsst euch das mal einfach klar machen, wie dumm die reagieren. Also ich muss wirklich das Wort dumm benutzen. Also 5-Sterne-Hotels zum Beispiel in Kroatien haben anstatt ihren 180, 220 Euro, die sie für die Übernachtung nehmen, während der Covid-Zeit nicht auf 100 oder 80 runtergesenkt die Preise, damit sie mehr Leute anziehen, sondern einfach die Preise verdoppelt. Ja, also solche dummen Maßnahmen machen sie, das ist ja einfach unglaublich, wie die Schieflage bei denen ist, wie sie versuchen, da aus der Krise rauszukommen. Und zum Beispiel am Bodensee hat wahrscheinlich auch der Ralf gesehen, also viele meiner Freunde waren am Bodensee. Dort sind natürlicherweise die Preise gestiegen, weil die Anfrage extrem hoch ist. Alle wollen einfach irgendwie aufs Bodensee. Aber sie kennen einfach die Mittel nicht und die hören auch nicht auf die Berater. Das ist ja nicht nur die Reisebranche, sondern ganz viele auch andere Nischen hören nicht auf ihre Berater und rufen jeden Tag an und fragen, warum ist der Umsatz niedriger? Dann kannst du dich x-mal wiederholen, sie ändern nichts, weil Mindset-Änderung ist einfach nicht leicht und man darf das auch nicht unterschätzen, was denn Covid den Menschen abverlangt. Also sie müssen auf einmal komplett umdenken. Manche leben in diesen Strukturen 30, 40 Jahre und müssen jetzt auf einmal was Neues denken und sie haben noch nie was von digitaler Setup gehört, sei denn vom Mindset. Also es ist extrem schwierig für manche Menschen. Ja. Mhm. Nichtsdestotrotz kommen ja eben auch die Hilferufe trotzdem aus der Hotelleriebranche. Ne? Selbst die Lockerungen helfen nur bedingt. Was würde denn der Hotelbranche helfen in der aktuellen Situation? Konstantin. Vielleicht würde mal so ein Blick der Branche quasi auf die Zeit vor Corona helfen. Also die gleichen Leute, die jetzt ganz, ganz laut nach Hilfen rufen, sind die gleichen, die uns vor Covid erzählt haben, dass es zu viele Hotelangebote auf dem Markt gibt und dass quasi mehr gebaut wird, als die Nachfrage befriedigen kann. Und vielleicht muss man auch mal diese Situation jetzt so ein bisschen nutzen, um das wieder ins Gleichgewicht zu bringen und auszutarieren und auch schauen, wie man gutes Personal langfristig hält und solche Themen. Da gerät halt derzeit so viel in Vergessenheit, weil es so eine krasse Verschiebung von Fokus und von Ressourcen gibt. Deswegen, die Frage kann man jetzt gar nicht so klar beantworten. Also ich würde für meinen Teil sagen, schaut einfach mal in, oder dass man mehr in die digitale Infrastruktur schaut und einfach guckt, was kann man tun, wie kann man diese Zeit nutzen, um da viel neu aufzustellen. Und damit meine ich jetzt nicht, der aktuelle große Trend ist halt einfach, kontaktlos einchecken zu können. Das sind so Basics, die hätten eigentlich schon vor Corona längst fertig sein müssen. Es gewinnt natürlich gerade so ein bisschen an Trend, aber wenn ich mir da einfach 2, 3 externe Dienstleister hole und die zusammenklatsche und das funktioniert so halb, dann habe ich nichts gewonnen und habe ich diese Zeit nicht richtig genutzt, um meine digitale Infrastruktur ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Also das ist jetzt viel, viel mehr als nur Online-Marketing, sondern da geht es halt wirklich im Kern darum, wie bin ich eigentlich aufgestellt und wie arbeite ich auch und wie stelle ich mal also im Prinzip muss man die Zeit nutzen, die gesamte Organisation eines Hotels von A bis Z in Frage zu stellen und zu sagen, wie stelle ich mich richtig für die Zeit nach Corona auf? Das sind ja Trends, die sehen wir alle seit 10 Jahren, das ist ja nichts Neues, dass wir eine ganz neue Form von Arbeitsorganisation brauchen. Und alle, die das verpennt haben, kommen jetzt halt massiv ins Straucheln und ganz, ganz viele von denen haben halt den Kopf in den Sand gesteckt
und glauben, die können den einfach wieder rausziehen, wenn Corona vorbei ist und so weitermachen wie vorher und ziehen sich noch ein bisschen über Wasser durch staatliche Hilfen, indem sie irgendwelche Vermieter irgendwie, ich will jetzt nicht prellen sagen, aber dann noch versuchen, staatlichen Mieterschutz rauszuschlagen. Und viel besser beraten werden ganz, ganz viele, wenn sie einfach ihre Infrastruktur und ihre Arbeitsorganisation mal in Frage stellen. Ja, zum Beispiel können die auch, anstatt zu sagen, wir machen Buffets und es ist Corona-Free-Buffet oder so, sagen sie, wir machen Zimmerservice. Es gibt Room-Service anstatt Buffet. Wir machen die Schwimmbäder zu, deswegen werden die Abstände an den Stränden eingehalten. Jeder bekommt sein eigenes Zelt, wenn es sein muss und so weiter. Es sind einfache Maßnahmen, auch mitarbeitermäßig. Man stellt einfach die Leute, die für den Schwimmbad und für die ganzen Entertainment-Sachen da waren, einfach weg und sagt, ihr geht jetzt auf Pause und stellt einfach mehr Küche ein. Also es geht auch relativ einfach. Und eine Fluggesellschaft, will jetzt nicht nennen, hat gesagt, wenn ihr während dem Urlaubstrip, den ihr uns bucht, dann Covid erkrankt, tragen wir die ganzen Maßnahmen, also die Tests und Krankenhausaufenthalt und so. Das kann auch das Hotel sagen. Wenn ihr im Hotel irgendwie jetzt an Covid angesteckt wird, dann bekommt ihr einfach eine kostenlose Lösung. Ihr müsst euch nicht darum, weil die Menschen haben Angst, jetzt irgendwo hinzureisen. Denkt ihr mal, du gehst nach Madagaskar oder sowas, ja, und erkrankst dort. Ja, die erste Frage ist, wie komme ich nach Deutschland? Ja, und wenn die sagen, okay, wir haben aber hier deutsche Ärzte oder was weiß der Geier was, wir bieten euch das Angebot an, ihr müsst keine Angst haben, wenn ihr hier jetzt zufällig erkrankt, wir geben unser Bestes, aber wenn es passiert, habt ihr von uns eine kostenlose Rundumversorgung. Also es ist nicht so schwierig, wenn man 5 Minuten drüber nachdenkt, irgendeinen Weg zu finden, ja. Die Fluggesellschaft, die das angeboten hat, was hat, die kann ja nicht kontrollieren, wie der Mensch sich da am Reiseziel benimmt. Aber sie sagen, wenn du dich ansteckst, dann tragen wir die Kosten und den Covid-Test kriegst du bei uns umsonst. Reicht völlig aus, sich im Angebot von den anderen hervorzuheben. Die Airlines sind ja durchaus trotzdem etwas kreativ geworden. Und gerade in Asien hat das, glaube ich, angefangen. Aber es gibt es jetzt auch in Sydney und so weiter. Flüge ins Nirgendwo, also im Prinzip für die Flugwilligen, die unbedingt eine Flugreise machen wollen, fliegt man jetzt, macht man quasi so eine Art Rundreise mit dem Flugzeug und kommt am nicht am Urlaubsort an, sondern am Startort wieder zurück. Ich sehe schon einiges Grinsen. Evgeni, wäre das was für dich? Du bist doch auch einer der Kosmopoliten hier in der Runde, die viel unterwegs sind. Also ich mag das Fliegen eigentlich, aber jetzt wirklich mal nur noch im Flugzeug zu sitzen und irgendwo beziehungsweise am Startpunkt wieder zu landen, ich glaube, das macht wenig Sinn. Also Flugzeugfliegen ist, also außer ich bin vielleicht in der First Class und ich fliege in einem Jet, dann ja, dann gerne, wieso nicht? Einfach mal auszuprobieren, aber sonst in einer Economy Class, auch wenn es nicht so viele Leute im Transit sitzen, eher nicht, ja. Ich glaube, die Flieger wurden sogar teilweise dafür umgebaut, um eben mehr Luxus zu bieten und sozusagen diese Experience. Es gab dann mehr zu essen und so. Also es war so eine Art Experience für sich, ne? Eben ja, also ich würde es, wie gesagt, gerne ausprobieren. Es kommt nur auf das Essen an, auf die Unterhaltung kommt es an und wie er da sonst noch mitfliegt, ja. Damit man auch 24 Stunden lang auch mal ein bisschen Unterhaltung findet. Die Idee kommt gleich aus der Kreuzfahrtbranche, oder? Wo sie diese blauen Reisen angefangen haben. Ich glaube, TUI hat es so genannt, wo es im Endeffekt darum ging, das Schiff als Destination. Ich glaube, bei einem Schiff macht das noch viel mehr Sinn als bei einem Flugzeug, weil da einfach sehr viel mehr Platz ist. Die Infrastruktur ist da, ja. Aber, ne? Und die Infrastruktur, ja, ne, auf den Schiffen. Die haben ja Entertainment, die haben ja Kinos, die haben Theater, die haben Pools, die haben Restaurants, das ist alles da. Das hast du ja im Flugzeug normalerweise nur sehr eingeschränkt. A380 ist ja schon richtig groß, also da passt ja schon einiges rein. Vielleicht mal nicht so ein Riesenpool, aber es kommt ja, wie gesagt, auf die Anzahl der Passagiere an. Air Berlin hat sowas immer angeboten von Düsseldorf aus, ein Rundflug über den Nordpol und wieder zurück. Ist tatsächlich ein Angebot, was die zu Zeiten, als es die noch gab, angeboten hatten. Und ich habe das nicht gemacht, aber ich fand es irgendwo eine ganz spannende Geschichte. Wer kommt schon an den Nordpol in warmen, also ich sag mal, ohne dass er so warme Sachen anziehen muss? Ja, wäre jetzt vielleicht der Knaller gewesen, kommt für Air Berlin, aber leider zu spät. Ralf, ich will das Thema Digitalisierung eingehen. Das war ja im Prinzip der Aufruf gerade von Konstantin. Hotelbranche, Reisebranche, digitalisiert euch. Denkt darüber nach, was bedeutet Digitalisierung eigentlich für euer Geschäft tatsächlich. Ja.
auch nachhaltig und langfristig. Das gilt ja für ganz viele Branchen, auch außerhalb der Reisebranche. Du bist so ein bisschen mein Förderexperte geworden, ja, weil du ja auch mit deiner Agentur Go Digital Förderungsprogramme und so weiter mit anbietest oder dort sozusagen Partner bist. Die Corona-Förderung war ja auch ein Riesenthema. Vielleicht auch nochmal Start bei Ralf und dann so ein bisschen in die Runde, was ist aus den Förderungen geworden? Viel Geld verschossen und hat sie was gebracht? Ja, das Spannende an der Geschichte, da wollte ich vorher den Konstantin nämlich auch schon drauf ansprechen, als er sagte, die sind alle nicht bereit, in Digitalisierung zu gehen. Jetzt sind wir ja Partner von sowohl Go Digital als auch Digital Jetzt. Und das sind zwei Programme, die wirklich eigentlich schon das eine seit einiger Zeit, das andere relativ neu, seit 7. September Geld auf den Markt werfen für Unternehmengröße bis 100 Mitarbeiter zum Beispiel. Und man darüber ja schon einige Dinge auch realisieren kann, finde ich ganz spannend. Go Digital beispielsweise hat im Moment Bearbeitungszyklen von Minimum 12 Wochen. Also das heißt wirklich einreichen, bis dann tatsächlich eine Genehmigung oder sowas gesagt ist, sind es 12 Wochen. Die Corona-Hilfe, da waren meiner Ansicht nach die Hürden viel, viel zu hoch, weil die gingen, so wie ich das sehe, eigentlich nur in diese klassische Unternehmensberatungsecke, weil wir als SEO-Agentur konnten das nicht anbieten, weil du musst da dazu wirklich verpflichtend auch QM-Handbücher verkauft haben und solche Dinge nachweisen können. Und deswegen glaube ich, ist das an der Stelle etwas verpufft. Was tatsächlich beim Kunden gelandet ist, weiß ich nicht. Bei Digital Jetzt ist es so, es ist ein Programm, das es seit 7. September gibt. Und am 7. und 8. September sind so viele Anfragen reingegangen, dass die das Programm geclosed haben bis zum 15. Oktober. Also neue Anträge können tatsächlich erst am 15. Oktober angenommen werden. Und Digital Jetzt ist super spannend, weil ich bis zu 70% Förderung erhalten kann auf einen Betrag bis 100.000 Euro. Damit kann man wirklich richtig viel machen. Und wenn ich mir das anschaue, welche Möglichkeiten das gibt, dann vielleicht auch nochmal die Frage an den Konstantin, der das möglicherweise noch etwas besser definieren kann. Wieso steigt die Branche da nicht drauf ein? Fehlt da das Wissen, dass es das gibt? Oder ist man einfach wirklich tatsächlich so weit zurück? Ich glaube, das ist eine Mischung aus verschiedenen Punkten. Also ich glaube, dass es tatsächlich auch an diesen 30% Investitionsbereitschaft im Wesentlichen fehlt. Und es fehlt derzeit, das ist zumindest meine Beobachtung, aus verschiedenen Hotelprodukten jetzt, auch die Bereitschaft, sich mit dem Thema eigentlich zu beschäftigen. Also deswegen kann man jetzt nicht sagen, dass das irgendwie daran liegt, dass die Maßnahmen nicht bekannt sind oder sowas, sondern das ist irgendwie mehr so ein vielschichtiges Thema auf Management-Ebene, würde ich fast sagen, dass einfach die Bereitschaft fehlt, sich komplett zu hinterfragen und auch zu investieren und dann dieses Geld zu nutzen. Und auch zweckgebunden zu nutzen. Also viele Maßnahmen in der Hotellerie insbesondere sind halt oft gar nicht über Agenturen, sondern sind über spezialisierte Dienstleister, die Produkte anbieten und verkaufen. Und da kommt dann auch Förderung oft nicht in Frage. Und es fehlt schon allein an den Personen, die sagen, was ist eigentlich notwendig, um das mal ein bisschen anders aufzustellen, um auch Dinge selber zu machen, um auch eigene Assets im digitalen Bereich zu schaffen. Dafür fehlt es bei den meisten schon. Oder daran hapert es schon ganz, ganz oft. Okay, also weil ich sage jetzt mal, bei mir habe ich die Erfahrung gemacht, Go Digital, jetzt mit 12 Wochen, wo ich irgendwo warten muss, bis die Genehmigung da ist und vorher darf nicht mit dem Projekt begonnen werden. Das hätte ich jetzt vermutet, dass hier vielleicht auch so der Punkt ist, hey, ich kann nicht nochmal 12 Wochen warten, weil mir steht jetzt eigentlich schon hier das Wasser in der Ritze und ich muss ganz dringend loslegen und die Zeit einfach bis die Genehmigung da ist und Gelder zur Verfügung stehen, einfach zu lang ist. Vielleicht auch das, aber das glaube ich gar nicht. Also die Maßnahmen, die du ergreifen musst, sind ja eigentlich sehr viel langfristiger. Und wenn es dann an 12 Wochen hapert, dann ist vielleicht im Kern auch was nicht ganz in Ordnung. Es gab ja auch viele Förderangebote oder Unterstützungsangebote, Support aus der Wirtschaft. Wir haben ja zum Beispiel diesen kostenlosen SEO-Check gemacht. Da wurde auch sehr rege genutzt. Zusammen mit SEMrush, Evgeny vielleicht nochmal. Ich merke auch so ein bisschen, wir sind ja auch eine SEO-Agentur. Wir wurden in den letzten Wochen von eigentlich fast jedem großen Online-Marketing-Tool-Anbieter angesprochen. Wie ist denn so die Landschaft dort? Also habt ihr eher einen Kundenzulauf, da jetzt viele in die Digitalisierung gehen?
Merkt ihr da Herausforderungen? Arbeitet ihr mit Neukunden-Incentives? Wie hat sich das Marketing und der Vertrieb für euch verändert? Kannst du was dazu sagen? Ich kann dazu tatsächlich was sagen. Und zwar, wir hatten im März hatten wir hier einen Kundenablauf, wenn man das so sagen kann. Dafür im April und Mai gab es riesen Zuwächse. Sowas habe ich jetzt, ich habe das schon seit 4 Jahren bei Semrush noch nie erlebt. Das war wirklich riesig. Und am Anfang freut man sich natürlich, okay, dann fragt man sich natürlich, wie lange hält sowas an? Wie lange bleiben die Leute? Denn da gibt es ja 2 Probleme. Es sind teilweise Menschen, die in eine, sagen wir so, in eine Situation geraten sind, wo sie nach Auswegen suchen oder sie suchen nach Möglichkeiten, ihr Geschäft zu erhalten oder irgendwas zu verbessern. Und zwar jetzt gleich innerhalb von 1 oder 2 Monaten, mir das Geld noch reicht, muss man jetzt nicht übertrieben zu sagen. Und sie haben, sage ich mal so, übertriebene Anforderungen oder Erwartungen, die gar nicht mal so erfüllt werden können. Und sie haben teilweise auch zu wenig Fachwissen. Mhm. Und da kommen wir schon zum ersten Problem. Sie machen jetzt die erste Erfahrung mit unserem Tool. Und unser Tool ist ja nicht gerade super leicht, also ist nicht gerade für absolute Anfänger geeignet, weil man muss nicht mal auskennen, was man da macht. Um einfach so eine Keyword-Recherche zu betreiben, einfach die Rankings abzufragen, das reicht nicht aus, um jetzt Erfolg zu haben. Da waren wir schon knapp an unserer Grenze, und uns mal zu fragen, was machen wir jetzt mit diesen Menschen? Also wie können sie erreichen? Also per E-Mail zu erreichen, war auch nicht immer die Lösung. Telefonisch, du kannst nicht mit ihnen telefonieren. Du kannst nicht jeden gleich ausbilden. Und die Frage ist immer noch offen, wie läuft das weiter? Man sieht jetzt im Sommer gab es ja so ein Gefälle. Es gab jetzt weniger Anmeldungen, das hatte ich jetzt beruhigt, ja. Jetzt wird sich, denke ich mal, in den nächsten 3-4 Monaten zeigen, ob dieser Trend auch wirklich nachhaltig war und oder ob diese Menschen dann auch wirklich sich abmelden, ja. Da ist ja die Gefahr sehr groß, dass man sich zu optimistisch verhält. Ich bin ja zwar kein Pessimist, aber ich bin ein Realist. Ja, und das, was ich momentan merke, wir haben ja mittlerweile auch unseren Customer Success aufgestockt. Wir versuchen auch mehr mit Kunden zu interagieren. Und die Hauptaufgabe für uns ist jetzt wirklich, diese Menschen zu halten und nicht nur zu halten, um ihnen irgendwelche Rabatte, Coupons etc. anzubieten, sondern wirklich mit Fachwissen, Dienstleistungen, um ihnen zu helfen, auch die Ergebnisse zu erreichen. Denn sobald du jetzt anfängst, mit irgendwelchen Rabatten zu hantieren, gewöhnen sich auch die Kunden daran, und dann kommen wir ja wirklich in die Bredouille. Sind das jetzt also hauptsächlich die Neukunden Unternehmen, die sich vorher noch gar nicht mit Online-Marketing oder SEO beschäftigt haben? Also wirklich eher so, jetzt anfangen mit der Digitalisierung? Es waren also wirklich, ich habe jetzt nicht die volle Auswertung, was jetzt die Unternehmen anbetrifft, aber es waren wirklich unheimlich viele Neukontakte, die wir halt vorher nie hatten, ja. Die sind ja auch weit gestreut. Mal sind es Unternehmen mit 3, 4, 5 Mitarbeitergrößen, mal sind es 20, mal waren es schon größere Unternehmen, aber Neukontakte gab es sehr, sehr viele. Das liegt daran, Evgeni, weil ihr jetzt ab dem Covid-Zeit super Affiliate gemacht habt. Also ich bin ja selber Semrush Affiliate. Ich habe gesehen, dass einige sich ins Zeug gelegt haben für Semrush und ganz viel dabei ist es auch rumgekommen. Ich finde auch euer Affiliate-Programm richtig gut. Also ihr habt sehr viel da dazugegeben. Ihr hattet auch diverse Aktionen. Und ich sag mal, also ihr habt eher auf den CLV gezählt, dass ihr langfristig dann daran verdient und den Affiliates dann am Anfang ganz schön viel abgegeben habt. Das fand ich extrem gut. Ich denke aber, das hat auch dazu beigetragen. Ihr wart richtig, richtig aktiv währenddessen. Also top, top Arbeit gemacht. Echt. Ja, ich habe auch gesehen, wir hatten ja beim letzten Mal alle auch das Thema Ausbildung und Lernen, digital Lernen vielleicht mitgenommen. Also Evgeni war da auf jeden Fall auch einer derjenigen, die ich öfter bei YouTube mit Webinaren und so weiter gesehen habe. Ich glaube, jeder von uns hat in letzter Zeit einige Webinare gemacht. Ich will nochmal vielleicht auf einen Wachstumsbereich eingehen. Wir haben ja hier einen Kollegen, ich nenne ihn immer so meinen Analysten in der Runde, auch wenn er es selbst nicht so gerne mag, Malte. Hast ja jetzt so ein bisschen das Camp gewechselt von Searchmetrics vorher, bist jetzt in der Zeit als Angestellter zu Idealo gegangen. Vielleicht auch mal von dir so ein bisschen. In der Zeit haben jetzt auch viele Leute Jobängste, überlegen sich, was können vielleicht auch die richtigen Karriereschritte sein. Da hast du ja jetzt gerade einen gemacht und vielleicht auch, was hast du beobachtet, jetzt mal unabhängig von Idealo oder Insights, die du da nicht teilen musst,
im Bereich Online-Shopping? Okay, das waren jetzt sehr viele Fragen auf einmal und eigentlich wollte ich auch noch was zu dem Thema vorher sagen. Schieß los. Bei den SEO-Tools, da muss man, glaube ich, auch nochmal unterscheiden zwischen Usern, die sich registrieren und Unternehmen, die Umsatz machen. Weil gerade wenn man sich Großkunden anguckt, also globale Unternehmen, die ja Ende Q1, Anfang Q2 teilweise nicht mal ihre Mieten gezahlt haben, da kann man sich vorstellen, dass die auch nicht in Tools investiert haben. Ich glaube, diese Welle an neuen Nutzern, das werden großteils KMUs sein, die sich jetzt umgucken müssen. Gerade aber bei Enterprise-Kunden, basierend auf dem, was ich aus der Branche mitbekommen habe, sah es gerade Q1, Q2 eher stark ausgebremst aus, weil die, glaube ich, auch so komplette Geldausgabestopps hatten. Und was ich auch spannend fand, gerade in Deutschland hat man zum Beispiel auch gesehen, dass wenn man viele Konzernkunden hat, die ja größtenteils Kurzarbeit gemacht haben, dass auch so locker 20% der Aktivität in der Software bei diesen Kunden, wo man dann auch wusste, da ist Kurzarbeit weg war. Das fand ich eine ganz spannende Beobachtung. Karrierewechsel, Gottchen, das muss jeder selber wissen, ob man das während Corona macht. Ich hatte da null Bauchschmerzen. Ich muss aber auch nicht verhungern, wenn ich jetzt einen Monat arbeitslos werde und glaube auch, ich würde einen Job finden irgendwie. Und mit Idealo habe ich natürlich ein Unternehmen genommen, das extrem krisenresistent ist. Also ich meine, wenn es wirtschaftlich sehr gut läuft und die Leute Geld haben, dann geben sie mehr aus und das ist gut für uns. Und wenn es eine Krise gibt, dann müssen Leute mehr sparen, wollen mehr Preise vergleichen, sind vielleicht nicht bereit, bei immer die 10% mehr zu zahlen, die sie bezahlen müssen oder bei anderen großen Shops und sind eher interessiert, Geld zu sparen. Das 10% ist aus der Luft gegriffen, nicht, dass jemand behauptet, ich würde sagen, ist immer 10% teurer. Wenn Leute mehr Preise vergleichen, ist natürlich auch gut für uns. Insofern war das jetzt, glaube ich, kein so riskanter Move von mir. Was so allgemein Online-Shopping angeht, ich meine, gerade in Q2 war, was ich so mitgekriegt habe bei vielen Shops, wirklich das Problem, überhaupt Inventar zu haben. Ich habe ja auch lange suchen müssen, bis ich einen Shop gefunden habe, der meine Webcam, die ich jetzt heute leider nicht hier habe, darum sieht das Bild nicht so gut aus, gefunden habe, weil jeder Shop, der sie noch zum normalen Preis drin hatte, dann irgendwie 2 Monate Lieferzeit hatte. Ich meine, für Idealo ist das auch wieder gut, weil wir natürlich auch da helfen können mit Verfügbarkeit, genug Werbeunterbrechung. Aber das war, glaube ich, für die meisten Shops das Problem. Also das, was nachgefragt war, auch Masken, Desinfektionsmittel, Seife, die Bakterien killt. Ist ja geil, wenn man da bei Google rankt, aber du kannst halt nicht mehr verkaufen, als du verkaufen kannst. Oder was ich auch viel gesehen habe in diesem Bereich Lieferung. Da haben sich ja die SEO-Agenturen 2-3 Tage lang alle die Hände gerieben, bis sie gesehen haben, oh fuck, die brauchen überhaupt kein Marketing, weil die sind einfach an ihren Limits und können die Infrastruktur nicht schnell genug aufbauen. Ja, das ist, glaube ich, so im Online-Shopping das Hauptproblem gewesen. Und gerade für die Händler, die versuchen, just in time mit wenig Infrastruktur Waren immer aus Asien rüber zu schiffen und dann schnell wieder hier zu verkaufen, die hatten, glaube ich, große Probleme, weil da einige Lieferketten kaputt waren. Ich meine, Laptops sind aktuell immer noch rar gesät, wenn man die in größeren Mengen kaufen will. Also wir stellen aktuell so, mit mir zusammen haben 37 andere Mitarbeiter angefangen. Diesen Monat haben wir 45 am ersten des Monats angefangen. Da ist schon tatsächlich auch ein Problem, dass man genug Laptops im Voraus ordern muss, weil man die nicht mehr so bekommt. Und während Corona gab es ja tatsächlich auch ein paar Wochen, da waren Laptops in Berlin ausverkauft. Ne? Also da haben diverse Firmen, gerade die, wo die Mitarbeiter keine Laptops hatten, die sind zum Mediamarkt gefahren, zu jeder Filiale und haben geguckt, irgendwie noch Laptops zu bekommen. Teilweise sind ja Preise für Gebraucht-Laptops auch wieder hochgegangen. Da kann sich, glaube ich, jedes Unternehmen glücklich schätzen, wo einfach jeder Mitarbeiter schon einen Laptop hatte und man sehr easy ins Homeoffice gehen kann. Lars, vielleicht blicken wir nochmal in die SEO-Szene rein. Du bist ja so ein bisschen mein Lauschohr in den Untergrund und so in die SEO-Realität. Du hattest ja beim letzten Mal gesagt, Infamous-Tools wie X-Rumor sind wieder am Start, Negative SEO wird gerade in den hart umkämpften Bereichen, die jetzt große Trends ausgemacht haben, nimmt zu. Google hatte ja auch das ein oder andere Update und den ein oder anderen Bug gehabt in der Zeit. Das war ja auch sehr förderlich für das Ganze. Wie hast du die Zeit erlebt, die letzten 6 Monate? Durchwachsen, relativ lustig, weil in jedem Bereich ist was gekommen. Von Cybercrime sehr viele geklaute Accounts gibt es, wo man aber inzwischen sehr überrascht ist,
dass Behörden oder auch Inhaber relativ schnell kooperieren. Beim Thema Ranking, Backlinkaufbau, muss man ehrlich gestehen, sind wir in den schlimmsten Zeiten angekommen. Es ist ein Hauen und Stechen und Negativ-SEO wird gerade richtig gut. Demnächst gibt es neues Duplicate-Content-Tool. Das, was wir hier gerade testen, ist so extrem, dass wir Kopfschütteln und Webseiten abzuschießen, ist derzeit Volkssport. Ja, also in der Basis merkt man immer wieder, da geht's hoch her. Ja, ich glaube, jeder kann sich glücklich schätzen, wenn er wie ein bisschen auf einer Brand ist und natürlich Signale und eine große Basis hat. Wir als Agentur waren auch so zwischen den Stühlen, muss man sagen. Auf der einen Seite hatten wir die Kunden, bei denen plötzlich der Umsatz auf null runtergegangen ist oder 90% eingebrochen. Bei denen war natürlich Alarm. Die sind bei uns sozusagen teilweise komplett weggebrochen oder haben sich dann irgendwie mal einen Monat Pause gegönnt und haben dann versucht, langsam mit den Öffnungen hochzufahren. Auf der anderen Seite, wie das Malte so schön beschrieben hat, hatten wir Kunden, die haben ihr gesamtes Jahresinventar innerhalb der ersten 3 Monate rausgeballert, ja, und innerhalb von 3-4 Wochen Webcams, 2000 Aufträge pro Tag, wo man 20 auf Lager hat, aber auch der ganze Home and Garden-Bereich, also Trampoline zu bekommen, war eine Zeit lang super, super schwer. Also alles, was für Kinder war, die Preise sind da teilweise ins Unermessliche gestiegen. Nintendo Switch war ausverkauft, ja, wer sich eine Nintendo Switch im Lockdown kaufen wollte, musste 500-600 Euro über eBay hinlatzen. Mittlerweile sind die Produktionen wieder hochgefahren, aber das haben wir eben an beiden Seiten gespürt im Prinzip. Es gab eigentlich kaum Unternehmen und Kunden, die keine Probleme hatten. Natürlich die krassen Probleme hatten und die Luxusprobleme hatten, aber ja, wie du schon gesagt hast, bei Webcam dann irgendwie gut zu ranken, wenn man kein Inventar mehr hat oder eben auch mit Masken oder ähnlichem Hygieneartikeln, das ging teilweise so schnell durch, teilweise dann auch auf News aufgesetzt, ne, dass dann gesagt wurde, mein Gott, jetzt ist Ibuprofen schlecht, dann wurde schon spekuliert, dass sich jetzt alle mit dem anderen hier Paracetamol eindingsen, ne. Jeder hat, glaube ich, im Supermarkt miterlebt, dass das Klopapier alle war und hat dann auch mal bei Amazon irgendwie für wahrscheinlich 20 Cent pro Rolle mehr das beste Charmin weiches Papier gehabt. Also es war auf jeden Fall eine Menge los. Ich möchte jetzt zum Schluss nochmal wie beim letzten Mal ein bisschen in die Zukunft blicken und einmal so Reihe rumgehen, was uns jetzt in den nächsten 6 Monaten erwartet. Weil wir sind ja jetzt quasi, wir haben die erste große Welle in Deutschland miterlebt. Es gibt teilweise weltweit schon zweite Wellen oder so halbe zweite Wellen. Man hört aus der Wirtschaft teilweise, einen zweiten Lockdown wird und kann es nicht geben. Das kann sich niemand leisten. Das würde die Wirtschaft komplett ruinieren. Bruttoinlandsprodukt und so weiter ist ja auch massiv gesunken. Und wie geht es jetzt weiter? Wie bereiten wir uns jetzt auf den Winter vor? Was kommt da auf uns zu? Vielleicht, Ralf, magst du starten? Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass wir nicht nochmal so einen riesen Lockdown kriegen werden. Allerdings, wenn ich sag mal, in meine Major-Accounts reingucke, dann sehe ich dort auch Homeoffice bis Minimum Ende des Jahres, vermutlich länger. Kurzarbeit in der Stufe auch. Das ein oder andere Geld sitzt ein bisschen enger und ein bisschen fester. Und obwohl Budgets dann da sind und auch freigegeben sind, werden die nicht sofort ausgeteilt, sondern dann wirklich im Laufe der Zeit irgendwo zugeteilt. Ich denke mal, dass uns das auf jeden Fall noch begleiten wird. Vermutlich auch noch bis Mitte nächsten Jahres begleiten wird. Und dass wir halt unterstützen müssen diejenigen, die jetzt an der Stelle vielleicht es etwas schwieriger haben, die ganzen Outdoor- und Eventanbieter, die bei uns, ich sag mal, als Basis der Kunden, die wir schon haben, die wir im Moment extrem kostengünstig unterstützen, bis zu kostenloser Unterstützung. Das werden wir noch ein bisschen aufrechterhalten, weil die sind dann auch wieder dankbarer Kunde und wir
Wir müssen einfach schauen, dass wir da durchkommen. Ich glaube nicht, dass es so extremen Lockdown nochmal geben wird, weil wir uns das wirklich nicht leisten können. Und ich gehe davon aus, dass viele andere Branchen kräftig davon profitieren. Sei es Glücksspiel, sei es die ganze Bankbranche, wo wir Gott sei Dank auch Kunden haben in diesem Bereich. Und Kredite sind nach wie vor zum Beispiel sehr gefragt. Evgeny, mit Semrush, du hast ja auch so ein bisschen den internationalen Blick, tauscht sich wahrscheinlich auch im Unternehmen international für aus. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob du gerade in Deutschland oder in St. Petersburg sitzt. Wie siehst du denn so ein bisschen die europäische Sicht so von außen? Wie siehst du so die weltweite Entwicklung? Kannst du da irgendwas mit uns teilen, wie es weitergehen kann? Zu der weltweiten Entwicklung kann ich leider nicht sagen. So einen Blick habe ich leider nicht. Außerdem ist es mir zu unsicher. Ich weiß tatsächlich nicht, wie es weitergeht. Ich kann es nur aus Sicht von unserem Unternehmen sagen, dass bei uns Wachstum als Priorität ganz, ganz oben steht. Und demnächst wird es auch einige News geben von unsererseits, was wir da dafür unternommen haben. Darf ich jetzt leider nicht sagen. Ich glaube nicht, dass es wie in diesem Frühling genauso einen Lockdown geben wird. Bezweifle ich sehr, sehr. Ich bin sehr gespannt, wie es wie die Dinge auf dem Markt verlaufen, vor allem, da ja so viele Menschen das Online-Geschäft ausprobiert haben, ob sie da wirklich bleiben und ob diese Entwicklung wirklich nachhaltig ist. Ich hoffe, ja, das ist dann natürlich sehr gut für uns und die Konkurrenz wird ja auch weiter ansteigen. Ich glaube, es ist wirklich schwer, es vorherzusehen. Man sieht auch, wir sind gewohnt, diese saisonalen Geschäfte gab es ja bis Covid immer. Man wusste genau, wann die Saison für dieses oder jenes ist. Jetzt hat sich das alles quasi verschoben oder es ist unklar. Ein kleines Beispiel für so Rollos, Plissés, Jalousien, was auch immer zum Sonnenschutz oder Wärmedämmung nutzt, ja. Wo Covid angefangen hat, dann hat jeder sein Haus irgendwie rumgebastelt und hat sich die Dinger gekauft, obwohl März und April gar nicht die Hochsaison ist, sondern Juni, Juli, August. Und einer meiner Kunden hatte den schlimmsten Monat im August. Warum? Was eigentlich Hochsaison normalerweise bedeutet, weil alle sich das Ding bis dahin geholt haben. Und diese Verschiebungen hin und her ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig zu prognostizieren, also aus Marketing-Sicht, was denn einschlagen wird. Und was die Welt angeht, ich glaube, ein Lockdown 2.0, das habe ich nach dem ersten Lockdown gesagt, das ist meine persönliche Meinung, kann es nicht geben. Also da werden die Unternehmen sicherlich nicht mitspielen. Da kann die Politik sagen, was sie will, weil jemand muss ja die Kasse füllen. Und bei uns in Deutschland, wir haben es sehr, sehr gut. Ich kann es vergleichen mit diversen anderen Ländern, wo ich viele Freunde habe. Also das war, wie der Staat Deutschland das geregelt hat, das hat noch keiner hinbekommen. Also du konntest dich eigentlich, auch wenn du komplett pleite warst, zurücklehnen und sagen, okay, das regelt jetzt Mutti. Ja, also das gab es nirgendwo anders. Und ich denke, wir müssen auch ein bisschen froh sein, dass wir in diesem Umfeld leben, wo wir die Risiken auch teilweise vom Staat getragen werden. Zwar haben Selbstständige jetzt nicht unbedingt die beste Förderung bekommen, weil man hat ja gesehen, auch ganz viele, die es nicht gebraucht haben, haben es dann beantragt. Soll eigentlich eine Prüfung geben, weiß nicht, ob es das gibt, aber in die Zukunft zu schauen, ich glaube nur aus taktischer Sicht, ein Lockdown wird es nicht geben, darauf sollte man sich nicht fokussieren, aber was den Markt angeht, Online-Markt, das kann keiner voraussehen, glaube ich, das ist undankbar, irgendwas zu sagen. Max, du sitzt ja jetzt auf dem Bauernhof, hast du gesagt, mit deinem Elektroauto bist du angereist, also du hast so eine 180-Grad-Wendung gemacht, warst ja eigentlich immer unser Fernreise-Experte. Ja, und du hattest schon beim letzten Mal so ein bisschen angedeutet, dass du da Veränderungen siehst. Wann kommt ihr zurück oder bleibt ihr jetzt auf dem Bauernhof? Also seit März wohne ich nicht mehr in Berlin, sondern habe irgendwie ein schönes Haus in Brandenburg und ich habe auch keine Lust mehr zurück nach Berlin zu fahren. Ich will auch nicht mehr in engen Konferenzräumen ohne Fenster mit 10 Kollegen sitzen, die vielleicht gerade vorher auf einem Urlaub in Kroatien waren. Also tatsächlich... Es ist für mich alles eher eine persönliche Entscheidung, was Corona jetzt für mich gebracht hat, aber durchaus mein Leben zu verändern und ja, tatsächlich ein Stück weit raus aus Berlin, ein Stück weit raus aus persönlichen Meetings, werde mich wahrscheinlich auch dadurch beruflich verändern und habe momentan für mich eher den Fokus auf meine Familie, auf die Zukunft, habe ja mittlerweile auch 2 Kinder, morgen hat mein zweites Kind ersten Geburtstag, deswegen auch wahrscheinlich diese Blick auf die Tourismusbranche und hoffe, dass es sich irgendwie alles so ein bisschen nachhaltig
nachhaltiger entwickelt, dass die Welt irgendwie insgesamt so ein bisschen zukunftsweisender wird. Ich weiß, das klingt alles gerade so ein bisschen anders, als wie ich vielleicht noch vor ein paar Jahren drauf war. Aber ich würde sagen, das hat genau, Kinder, es war für mich der Moment, wo ich gedacht habe, okay, ich muss vielleicht ein bisschen langfristiger an die Zukunft denken. Und deswegen ist das auch meine ganz große Hoffnung, dass Corona, wenn wir jetzt hier wieder zum Thema Zurücktourismus kommen, dafür sorgt, dass alle Konsumenten ein bisschen nachhaltiger denken, vielleicht nur noch einmal im Jahr in Urlaub fliegen und vielleicht ein bisschen regionaler reisen und ähnliches. Und ich denke, da werde ich mich auch in die Richtung beruflich dann irgendwann hinorientieren im nächsten Jahr, dass ich schaue, ein Unternehmen, was gut zu mir passt und wo ich idealerweise auch im Homeoffice noch bleiben kann eine Weile. Aber erstmal mache ich jetzt Urlaub bis zum Ende des Jahres. Sehr gut. Wow. Norman, du bist ja hier auch einer meiner Lieblingsexperten. Du arbeitest immer für den größten Brand, für die großen Unicorns. Ja. Und zum Glück für die, die wahrscheinlich keine Teilzeitarbeit und sonst was machen müssen, sondern eher weiter wachsen mit hunderten Millionen. Wie siehst du die nächsten Monate? Du hattest ja auch schon so ein bisschen berichtet beim letzten Mal, dass du da in einer komfortablen Situation bist, auch privat, du wohnst ja auch nicht mehr in der Stadt, aber ja, bist immer noch reisefreudig, ne? Also ich habe einen Bus, mit dem kann ich mit meinen Kindern und meiner Frau reisen, in dem kann ich auch schlafen und kochen und alles, das macht es leicht. Ich wohne jetzt ja schon seit 5 Jahren in Brandenburg und arbeite trotzdem ganz gerne in der Stadt das Reisen, ob das berufliches Reisen ist, privates Reisen, Familienreisen, also gibt es sehr viele Gründe, dass das wird jetzt nicht weggehen. Ja? Das wird sich anpassen. Das haben wir gerade alle gut dargelegt, keine Frage. Das heißt nicht, dass das weggehen wird. Aber jetzt mal, um unsere digitale Branche sich anzuschauen. Ja, was bedeutet denn das, was Ralf ja schon operativ gesehen hat? Durch die Budgetbeschränkung, durch das knappere Budget, das bessere Haushalten, sind jetzt viele gezwungen, mehr zu automatisieren. Ja, in der Digitalbranche sind jetzt alle dabei zu automatisieren. Das hat zwei Seiten. Der in der Lage ist, schon zu automatisieren, der die Experten da hat, der schon, sage ich mal, wie so ein Idealo so weit gekommen ist in seinem Firmenleben, der hat jetzt gut, leichtes Spiel und kann die Automatisierung vorantreiben. Ja, die jetzt knappes Budget haben, aber auch nicht Prozesse, Produkte, ihr digitales Angebot optimieren können, die haben weit größere Schwierigkeiten, wenn sie jetzt kein Budget haben. Also da sehe ich, dass die schon vorbereitet, die Großen sind eh dabei, die vorbereitet sind und quasi den Meter vorgearbeitet haben und Personal zur Automatisierung haben oder wissen, sind weit. Die noch nicht so weit sind und auch kein Budget mehr dafür haben, da wird es dann ein bisschen schwieriger, glaube ich. Also in diese Welt entwickeln wir uns, dass die Vorreiter doch noch einen kleinen Automatisierungsoptimierungsvorteil haben werden. Konstantin nickt ganz, ganz aktiv. Vielleicht geht es ja auch bei Konstantin in der Zukunft in diese Richtung. Abwarten. Aber ich würde das mal auf jeden Fall total unterstreichen, was Norman gesagt hat. Ich glaube, das ist auch so der einzige Trend, den man wirklich, also den ich mir zutraue, mit absoluter Sicherheit vorherzusagen, dass sich dieses Gap zwischen digitalen Unternehmen im weitesten Sinne und nicht digitalen massiv vergrößern wird. Und da fällt halt dieser ganze Punkt von Norman angesprochen, also Automatisierung, Prozesse und so weiter rein. Da fällt aber auch das Thema Arbeitsorganisation rein. Also Malte hat das so schön gesagt, dass quasi Firmen Probleme hatten, auf einmal Menschen ins Homeoffice zu bekommen, weil sie gar keine Laptops kaufen konnten. Das ist so sehr bildlich, zeigt das so auf, wie die Unternehmen, die echt 10 Jahre lang total gepennt haben, jetzt richtig einen auf den Deckel kriegen. Die können nicht mal mehr Technik kaufen. Und genau dieser Trend wird sich verstärken, weil es denen auf einmal an Geld fehlt, weil es denen am richtigen Personal fehlt, weil die einfach den Kopf nicht mehr aus dem Sand kriegen. Und da sehen wir, glaube ich, noch viele Insolvenzen im Zweifel auch über die verschiedensten Branchen. Aber da sehen wir auch ganz, ganz große Verwerfungen im Bereich klassisches Unternehmertum. Also das ist jetzt nicht nur Touristik, das ist genauso klassische irgendwie Mallbetreiber, was weiß ich was. Das in allen Branchen sieht man, glaube ich, dieses Gap immer größer werden und mit einer viel, viel größeren Geschwindigkeit größer werden, als das die letzten Jahre der Fall war. Ja, ist ganz witzig, wo du das so sagst. Jetzt, wir sind seit 10 Jahren arbeiten wir nur noch mit Notebooks, ja. Und für uns war es jetzt gar kein großes Problem, da wir ohnehin mit den Cloud-Tools arbeiten, mit Notebooks und so weiter. Es war eher so ein
emotionales, organisatorisches Umstellen. Ja, damit hat sich auch nicht jeder wohlgefühlt oder das hat gerade für die Eltern auch öfter mal neue Herausforderungen mit sich gebracht. Aber die Technik, die stand. Die Technik ist ja der eine Punkt und der zweite Punkt ist halt genau der, den du ansprichst. Also auch eine Organisationsform zu haben, wo sich auch Eltern zurechtfinden und wo auch alle klar sind, auf welches Ziel bin ich eigentlich allein, woran arbeite ich eigentlich gerade. Und wenn so das klassische Meeting wegfällt, das klassische, alle treffen sich montags morgens und besprechen, was machen wir eigentlich die Woche, wenn das quasi auf einmal auch digital alles stattfinden muss, braucht es eine ganz andere Form von Organisation. Und wenn du in einer gewissen Größe bist, dann schaffst du das nicht mehr, dieses Ruder rumzureißen. Und das sieht man gerade total aktiv, meiner Meinung nach. Malte, wir hatten es ja schon mal so ein bisschen angesprochen, das Thema Online-Shopping. Du hast ja auch schon mal so eine Spitze in Richtung abgeschossen. Man hat ja da, also es gab ja eine riesige Tech-Rally an den Aktienmärkten, auch und mit von angeführt. Siehst du denn auch, ich glaube, es gab letztens noch so eine Studie, wo die Umsätze so hinlaufen in Deutschland im Online-Shopping. Der Balken von war unheimlich breit und Otto und Mediamarkt und wie sie alle heißen, Notebooks billiger, waren dagegen trotz hervorragender Zahlen alles wirklich nur noch David statt den Goliaths. Wie geht denn dann die Reise weiterhin? Wird sich das weiter zentralisieren oder kämpft ihr mit Ideal oder für das Gegenteil? Also ich glaube, kein Online-Shop hat die Chance, einzuholen. Ich glaube, da muss man mal ganz fair sein, das ist der beste Online-Shop, wenn ich einfach ein Produkt finden und zu einem einigermaßen okayen Preis finden will, insbesondere mit dem Marktplatz dazu. Natürlich hat Idealo den Anspruch, sich als einer der Top-Player im E-Commerce zu halten und da sehen unsere Zahlen ja auch gut aus. Ich glaube, grundsätzlich muss halt jeder kleine Shop jetzt fürs nächste Jahr erstmal sehen, kriege ich meine Supply-Chain-Probleme in den Griff, falls nochmal Corona kommt, kriege ich meine ganzen Remote-Arbeitsprobleme, die jeder irgendwie so hat, in den Griff und kann ich es überhaupt noch schaffen, abzuverkaufen. Ich glaube nicht, dass es viele Firmen gibt, die rumlaufen und sagen, wir stoßen den vom Thron. Also ich wüsste nicht, wer es schaffen sollte. Ich glaube, grundsätzlich würde ich allen Marketing-Teams irgendwie empfehlen, sich nicht auf monatsweises Forecasting 12 Monate in Advance zu verlassen, weil das wird je nach Lockdown einem komplett um die Ohren fliegen. Ich glaube, da ist wichtig, dass man mit OKRs oder ähnlichen Instrumenten arbeitet, um einfach allein zu sein und dann agil schnell reagieren zu können. Und so allgemein zur Remote-Arbeit habe ich auch mal einen Artikel von ein paar Monaten jetzt, glaube ich, schon geschrieben. Da ist besonders ein Thema spannend, die Pyramide der Remote-Arbeit können wir vielleicht verlinken. Da sieht man, finde ich, schön, dass viele Unternehmen gerade in Deutschland da noch auf ganz, ganz niedrigster Stufe sind. Obwohl es ja von Firmen wie Automatic, die von Anfang an remote sind, viele, viele Learnings gibt, wie man Remote-Arbeit richtig macht. Und dass es eben der falsche Weg ist, statt 10 Face-to-Face-Meetings, 15 Zoom- oder Teams-Meetings zu machen. Ansonsten, wir haben ja auch so ein bisschen über gebeutelte Branchen gesprochen. Ich glaube, da muss einem immer klar sein, dass wenn jetzt zum Beispiel Reisebüros pleite gehen, dass das für Booking und Omio gut ist, dass wenn Hotelketten pleite gehen, dass das für Airbnb gut ist. Ich glaube, jeder Verlierer wird auch immer wieder Chancen für Gewinner auftun. Und da muss man, glaube ich, die Augen offen halten. Und vielleicht noch so ein Tipp für alle Konsumenten, weil Christian, du hast auch das Thema angesprochen, dass einige Produkte nicht verfügbar waren. Was wir halt viel sehen, ist, nur weil Produkte in Deutschland nicht verfügbar sind, heißt das nicht, dass du die nicht im EU-Ausland kaufen kannst. Und ein Kollege von mir wollte ein Kinderfahrrad haben. Das gab es, glaube ich, in Deutschland entweder gar nicht oder zum dreifachen Preis. Konnte in Frankreich zum normalen Preis bestellen. Und da das ja in der EU relativ problemlos möglich ist, wurde es dann auch recht zeitnah geliefert. Das ist vielleicht nochmal so ein Tipp für jeden, der in den nächsten Monaten das Problem hat, dass irgendwas nicht verfügbar ist, auch mal über Landesgrenzen hinweg zu schauen. Für mich wird es wirklich spannend sein zu beobachten, wie das dann jetzt mit diesen so Saisonprodukten, wie jetzt so ein Trampolin oder sowas weitergeht. Ne? Ob man jetzt wirklich, also das wird jetzt auch so eine große Wette werden. Ne? Kommen die jetzt im nächsten Frühjahr wieder? Weil man hat so ein bisschen das Gefühl, also wenn ich hier so in unserer kleinen Siedlung so rumschaue, ja, vielleicht sieht man es auch irgendwann mal in Google Satellite View, jeder Garten hat jetzt so ein Ding. Es hat sich einfach jeder mit allem eingedeckt. Was soll man nächstes Jahr noch kaufen? Ich glaube, da braucht es auch Produktinnovation. Ja? Ich meine, ich kaufe ja jetzt nicht nächstes Jahr das zweite Trampolin. Ne? Ich habe jetzt so ein Ding.
Und alle Nachbarn auch, die Kinder haben, haben jetzt so einen Teil, ne? Und ich glaube, so diese normalen saisonalen Effekte, wie wir es auch schon angesprochen haben, dass dann immer mal wieder noch welche hinterher schwappen, da wurde in manchen Produktsegmenten gerade alles so ausverkauft und es könnte auch ein großer Fehler sein, jetzt so krass zu restocken, dass man jetzt davon ausgeht, diese Nachfrage hält jetzt an. Ja? Das ist vielleicht bei der Nintendo Switch oder bei den nächsten Spielekonsolen-Generationen so, aber im Falle vieler so Haushaltsgeräte und Home und Beauty, da, also so Home Beautification, bin ich echt gespannt, wie es da weitergeht. Zum Abschluss vielleicht nochmal am Ende der Lars. Wir haben ihn heute ein bisschen geschont, weil seine Stimme etwas kratzig ist. Vielleicht kannst du ja nochmal einen SEO-Ausblick geben. Wann kommt denn endlich das nächste Core-Update? Das war doch eigentlich jeden Herbst im September oder Oktober. Das große Core-Update, was das Core-Update aus dem Frühling einfach nochmal negiert hat. Das würde mir gerade ganz gut passen. Wann kommt das? Ich denke, Google ist da dran. Was ich aber einfach jetzt in den letzten 3 Monaten gemerkt habe, wer jetzt nicht sät, wird bald nicht mehr ernten. Also wir müssen uns alle noch viel mehr anstrengen, um für den Markt noch viel präsenter zu sein. In jeglicher Richtung, ob SEO, ob Online-Marketing. Ich glaube, der Arbeitsaufwand wird für uns noch viel, viel mehr, als wir denken. Ja, also wir als Agentur bereiten uns auch in alle Richtungen vor. Ja, es war für uns, wir sind so plus, minus da so durchgeschwommen, wie ich es schon mal ein bisschen beschrieben habe. In vielen Bereichen hat es sich wieder etwas normalisiert. Die großen Ausreißer, hat man ja auch in meinen Charts gesehen, haben sich relativ schnell wieder normalisiert. Sicherlich gibt es so einige Branchen, bei denen ja, da sind die Leute abgetaucht. Auch wir haben um uns herum mitbekommen, ganz viel Kurzarbeit und teilweise auch Entlassungen, Umstrukturierungen. Ja, also werden wir mal sehen, das wird sicherlich spannend sein. So Anbieter wie AX Semantics, ja, die jetzt Content skalierbar produzieren können und die ganzen SEO-Tools und ja, Data-Tools sind sicherlich weiter im Aufwind, wenn es denn zur weiteren Digitalisierung ja, in diesem Maße kommt. Ich glaube, wir werden auch einige Kunden für immer verlieren und das ist dann wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein Reinigungseffekt, ja, wie die Schlange, die einmal die alte Haut ablegen muss, um dann sozusagen auf die neuen, ja, die neue Generation der Unternehmen zu setzen. Ich bedanke mich an alle in der Runde. Vielen Dank, dass ihr wieder mitgemacht habt und vielleicht treffen wir uns in 6 Monaten wieder. Bis dahin wird uns Corona sicherlich erhalten bleiben. Ich glaube, wir waren uns fast alle einig, einen zweiten Lockdown wird es nicht geben. Ob es der Hotelbranche hilft, da bleibt ein Fragezeichen dran. Die Reisebranche wird sich sicherlich verändern. Unser Verhalten hat sich verändert. Auch unser Podcast ist jetzt hier nur noch remote gewesen oder wieder remote. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn wir vielleicht irgendwann die Gelegenheit haben, uns auch mal wieder face-to-face zu sehen und an einem runden Tisch zu sitzen oder bei einem Bierchen neben dem Grill. In diesem Sinne, bevor ich weiter rumstammel, vielen Dank und schaltet wieder ein. Ciao. Ciao.